Meine Damen und Herren, der Kollege Rudolph ist da, dann fangen wir jetzt auch an. Die Mittagspause ist beendet. Wir setzen die Sitzung fort. Ich darf zunächst mitteilen, dass die SPD-Fraktion gebeten hat, den Tagesordnungspunkt 11, Drucksache 19/1749, die am Dienstag von der Tagesordnung abgesetzt wurde, jetzt nicht geschoben werden soll, sondern abschließend in den Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz überwiesen werden soll. Ich höre keinen Widerspruch dazu. Dann verfahren wir so. Dann gebe ich Ihnen noch den Hinweis. An Ihren Plätzen finden Sie das Programm 70 Jahre Hessen. Feiern Sie mit. Das dürfen Sie mitnehmen und dann auch entsprechend verinnerlichen. Und jetzt, wo entsprechend Ruhe eingekehrt ist, will ich die Gelegenheit nutzen, meine Freude darüber Ausdruck zu geben, bestimmt im Sinne des ganzen Hauses, dass Herr Kollege Banzer nach einigen Monaten Abwesenheit jetzt wieder bei uns ist. Wir freuen uns, dass Sie wieder da sind, Herr Kollege. Vielen Dank. Wir fahren dann fort in der Tagesordnung. Zum Aufruf kommt der Setzpunkt der GRÜNEN, der Entschließungsantrag zu Top 41 betreffend verantwortungsvolle Sozialpolitik für alle Menschen, Drucksache 19/3370. Wortmeldungen von der Fraktion liegen mir nicht vor. Dann hat er jemand einkassiert. Herr Kollege Bocklet, bitte, Sie haben das Wort für die Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Die Kommunikation. Okay. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die Kollegen Grüttner, Hahn und Bocklet sind besonders aufgeregt, denn wir sind nämlich schon fast mental auf dem Weg ins Waldstadion heute und machen uns große Sorgen um den Bundesligaerhalt von Eintracht Frankfurt. Aber jetzt gilt es, sich den tatsächlich wirklichen wichtigen Dingen des Lebens zu widmen, nämlich die der Frage des sozialen Zusammenhalts in diesem Lande. Ich möchte noch einmal begründen, warum wir heute diesen Setzpunkt aufgerufen haben. Es geht nämlich um eine sehr ernste Situation. Viele Menschen in diesem Land haben Sorge, in der Frage der Teilhabe an der Gesellschaft abgehängt zu werden. Arbeitnehmer und Angestellten haben Sorge, im Falle von Arbeitslosigkeit in einen sozialen Abstieg zu geraten. Jugendliche haben die Sorge, ob sie tatsächlich in der Erwachsenenwelt eine Chance haben, ob ihnen dort Platz geboten wird, über eine gute Schulbildung oder Ausbildung oder Studium tatsächlich in die Teilhabe in der Erwachsenenwelt eine Möglichkeit zu finden, ihre Zukunft zu gestalten. Ältere Menschen haben Sorge um die Rente und darüber, ob sie sich ihren Lebensstandard halten werden können. Menschen in unterschiedlichsten Lebenslagen, Verschuldete beispielsweise, sorgen sich, ob man sie unter Umständen vergessen könnte oder ob da noch ein Sozialstaat ist, der ihnen Hilfe anbietet, wieder auf die Füße zu geraten. Andererseits erleben sie täglich in den Medien, dass schlechte Nachrichten nicht abreißen, den Problemen von der Wirtschaft oder von Finanzkrisen, Bürgerkriegen, Flucht, aber auch Probleme in den Sozialsystemen. In diesen Zeiten gilt es, darüber zu sprechen, dass diese Sorgen ernst zu nehmen sind, die zum Teil auch verständlich sind, aber auch klar zu sagen, was der Staat und in diesem Falle das Land tut, damit niemand in diesem Land zurückgelassen wird. Dazu gehört auch zu sagen, dass es eine Fülle von Angeboten gibt, dass tatsächlich die garantieren sollen, dass der soziale Zusammenhalt in diesem Land gewährleistet werden kann. Wir sind der Auffassung, dass wer von Menschen verlangt, Risiken in einer immer flexibleren Welt einzugehen, wer das verlangt, muss auch zeigen, dass es Sicherheiten gibt, wenn diese Risiken tatsächlich zu Nachteilen führen. Dabei haben wir einen Ansatz, den wir auch im Koalitionsvertrag hinterlegt haben, der sagt, wir wollen allen Menschen die Chance geben, ihr Leben selbst aktiv zu gestalten. Wirkungsvolle Sozialpolitik grenzt niemanden aus, sondern schafft Chancengerechtigkeit für alle, unabhängig von sozialer Herkunft, Alter, Geschlecht oder kulturellem Hintergrund. Dieses Ziel bleibt eine Daueraufgabe, der wir uns täglich stellen müssen. Es wird nie zu einer Vollendung kommen, sondern es wird immer täglich zu überprüfen sein, wo wir bei der Frage von sozialen Problemlagen weiter unterstützend eingreifen müssen.
Es ist auch die Aufgabe der demokratischen Parteien, ich habe es schon gesagt, diese Furcht aufzugreifen und zu verhindern, dass populistische Gruppierungen mit scheinbar einfachen Lösungen auf Stimmenfang gehen können. Wirkungsvolle Sozialpolitik grenzt niemand aus, sondern schafft tatsächlich Chancengerechtigkeit und wird dazu beitragen, dass diese Gesellschaft tatsächlich auch dauerhaft einen sozialen Zusammenhalt bieten kann. Und wir haben gesagt, wir wollen den Menschen, das ist unser Ansatz, den Menschen, die diese Hilfe benötigen, auch Hilfen anbieten. Wir wollen dort eingreifen, wo all die Menschen, die sich nicht selbst helfen können, sie Angebote von uns bekommen. Und heute wollen wir diesen Setzpunkt dazu nutzen, aufzuzeigen, dass das nicht nur leere Sprüche sind, sondern dass das Land Hessen, auch der Bund und die Kommunen, aber heute in diesem Fall das Land Hessen, eine Fülle von Maßnahmen auf den Weg gebracht haben, die zeigen, dass wir auch keine Gruppe gegeneinander ausspielen wollen, dass wir Mittel für alle zur Verfügung stellen werden, die in soziale Notlagen gekommen sind oder die tatsächlich schutzbedürftig sind. Ich will das noch einmal beschreiben, weil ich finde, es ist notwendig, es zu beschreiben, um es auch zu hinterlegen. Wir haben ein Sozialbudget aufgelegt, das um 35% erhöht wurde, das umfangreiche soziale Initiativen und Menschen in Notlagen fördert. Ich will es kurz erwähnen. Wir haben die Schuldnerberatungsstellen für Menschen, die von Armut bedroht sind und oder unverschuldet in die Situation gekommen werden. Sie zeigen einen Ausweg auf aus der Schuldenspirale und leisten damit ihren Beitrag zur Verhinderung von Armut. Wir haben umfangreiche Ausbildungsprogramme und Arbeitsmarktprogramme aufgelegt. Ich nenne hier nur beispielhaft die Ausbildung für Hauptschüler oder auch QAP, eine begleitete Ausbildung. Die Jugendlichen signalisieren, wer möchte, wer will, dem werden wir helfen, über eine Ausbildung die Teilhabe an der Gesellschaft zu bekommen. Für den Arbeitsmarkt, für Arbeitslose oder aber auch für ungelernte Beschäftigte ist zu ernennen, dass pro Abschluss für Menschen ungelernt ab 27. Für Langzeitarbeitslose haben wir ein eigenes Landesprogramm entwickelt, das dabei hilft, einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nachzugehen und praxisnah sich zu qualifizieren gleichzeitig. Wir wollen Langzeitarbeitslosen, die länger schon im Sozialhilfesystem sind, Möglichkeiten bieten, wieder selbst in den ersten Arbeitsmarkt integriert zu werden. Wir wollen auch diese Zielgruppen, weder Jugendliche noch Langzeitarbeitslose, vergessen. Hier haben wir ein Bündel von Maßnahmen auf den Weg gebracht. Verschuldete, Arbeitslose, Jugendliche ohne Ausbildung habe ich genannt. Aber wir haben auch an Familien gedacht. Denn um Armut im Alter zu entgehen, ist die Vereinbarkeit von Familie und Beruf besonders wichtig. Der Ausbau der Qualität und der Quantität bei Kinderbetreuung ist unser Ziel, um Familien zu unterstützen. Dabei gehören natürlich auch Familienzentren. Und auch hier haben wir ein umfangreiches Neues aufgelegt. Ich nenne nur den weiteren Ausbau der Ganztagsbetreuung in Grundschulen. Aber ich sage Ihnen auch, dass wir 10 Millionen € aufgelegt haben für die Betreuung von nichtbehinderten und behinderten Kindern, 10 Millionen € für die Inklusion in Kindergärten, ein gutes Zeichen, damit alle Familien ihre Kinder in eine gute Betreuung bekommen. Auch diese Zielgruppe von Familien, die arbeiten, beide arbeiten wollen, auch diese Familien vergessen wir nicht. Die Bildungspolitik, wir haben sie vorhin groß diskutiert, aber ich will es wenigstens in Stichpunkten erwähnen. Mit dem Sozialindex, den wir neu aufgestellt haben, werden wir Schulen im schwierigen sozialen Umfeld weiterhelfen, diese sozialen Probleme an Schulen bearbeiten zu können. Wir haben ein Umsetzungskonzept Inklusion, das verbessert die Möglichkeiten der Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf. Auch das sind soziale Probleme, die wir angegangen haben im Bildungsbereich. Das Sprachförderkonzept bietet vom HKM aufgelegt eine Fülle unterschiedlichster Angebote und Maßnahmen. Zum Beispiel haben wir dort über 2000 neue Lehrerstellen zur Verfügung gestellt insgesamt. Das heißt, auch der Bildungsbereich, der dafür Sorge trägt, dass Schülerinnen und Schüler eine gute Voraussetzung finden, um über eine gute Bildung wirklich den Weg in den Arbeitsmarkt und damit zu Wohlstand und auch zur Teilhabe in der Gesellschaft zu finden. Auch dieser Bereich ist angegangen worden. Und richtig. Viele Menschen im Lande Hessen sorgen sich um günstigen Wohnraum. Das ist tatsächlich eine große, große Baustelle und eine große Daueraufgabe. Aber auch hier will ich noch einmal lobend erwähnen, dass rund 1 Milliarde € bereitstehen in dieser Legislaturperiode, an dessen Ende wir hoffen, wir 30.000 zusätzliche Wohnungen geschaffen zu haben. Wir müssen den Menschen signalisieren, es ist ein Problem, die Politik hat es erkannt, und wir setzen alles daran, dass das Land und aber vor allem die Kommunen vor Ort diese Wohnungsnot nicht weiter verschärfen wird, sondern sie gezielt angeht. Wir wollen, dass jeder Mensch preisgünstigen Wohnraum finden kann.
Und schließlich, wenn wir uns also um Menschen kümmern wollen, deren die sich Sorgen machen um die Deutschlandrente, haben wir schon diskutiert. Wir wollen auch, dass Menschen tatsächlich nicht in Altersarmut fallen. Wir wollen, dass Jugendliche daran teilhaben, am Leben rein, sich schnell integrieren können. Wir wollen, dass Menschen preisgünstigen Wohnraum finden, dass sie Arbeit finden und Ungelernte besser qualifiziert sind und dauerhaft in Arbeit bleiben. Ich habe das nur jetzt in den 10 Minuten an diesen Beispielen zeigen wollen. Wir haben eine umfangreiche sozialpolitische Verstärkung auf den Weg gebracht, die zeigt, wir wollen keine Gruppe, die betroffen ist von Armut oder von Menschen in sozialen Problemen, zurücklassen. Wir wollen auch keine gegeneinander ausspielen. Wir haben dort mehrere hundert Millionen auf den Weg gebracht, um diesen Menschen zu helfen. Wir wollen Chancengerechtigkeit und Teilhabegerechtigkeit in Hessen ermöglichen. Wir wollen den sozialen Zusammenhalt in diesem Land stärken. Und wenn wir das signalisieren, dieses Ziel auch dokumentieren, dass wir es bearbeiten, bin ich sicher, dass weniger Menschen sich abgehängt fühlen, dass weniger Menschen auch tatsächlich auf politische Rattenfänger reinfallen und sagen, ja, sie sehen uns, das Land tut etwas für uns, sie wollen uns helfen, wenn wir bereit sind, uns helfen zu lassen, dass uns die Teilhabe in dieser Gesellschaft gelingt. Es wird etwas für uns getan, und das ist eine zentrale Botschaft, die auch für uns aus diesem Setzpunkt hervorgehen soll, durch die Aktivitäten der Landesregierung hinterlegt sind, die im Koalitionsvertrag von CDU und GRÜNE hinterlegt sind und die klar sagen wollen, in diesem Land findet eine Politik statt, in der kein Mensch vergessen werden soll. Alle Menschen, die Hilfe benötigen, um die werden wir uns kümmern, und wir sind auf einem guten Weg. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Herr Kollege Bocklet. Als nächstes spricht Herr Abg. Merz für die Fraktion der Sozialdemokraten. Bitte sehr. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich bin bekanntermaßen ein Mann von schneller Meinungsbildung, in diesem Falle ja, und auch von schneller Meinungsäußerung. In diesem Falle war ich eine ganze Weile unschlüssig und auch von sehr provozieren Sie mich nicht, Herr Boddenberg, sonst kriegen Sie es zu spüren. In diesem Falle war ich eine ganze Weile unschlüssig, was sozusagen an Empfindungen überwiegt, nämlich entweder der Ärger über diesen neuerlichen Anfall von Weihrauchschwenkerei oder zweitens die Sorge über das Anziehen der Weltmarktpreise für Weihrauch oder drittens, dass andererseits Dialektik die Bewunderung über die Bescheidenheit der Kolleginnen und Kollegen von BÜNDNIS 90 die GRÜNEN eine so strahlende Erfolgsbilanz lediglich im Wege eines Setzpunkts in einer 10-Minuten-Debatte hier zu diskutieren. Das wäre eigentlich mindestens 2 Regierungserklärungen wert gewesen. Ich will jetzt einmal den Kollegen Sozialminister, meinen Lieblingsminister, fragen, ob er das nicht als eine unglaubliche Provokation empfindet, hier so unter Wert verkauft worden zu sein, wie es offensichtlich die Anlage dieses Tagesordnungspunktes ist. Andererseits jetzt mal sozusagen zum ersten Teil meiner Empfindungslage zurück, ist es ganz gut, dass es nur 10 Minuten sind. Denn wenn dieser Setzpunkt dazu, wenn die Absicht dieses Setzpunktes gewesen wäre, mal eine konsistente Debatte, eine konsistente und zusammenhängende und umfassende Debatte über Sozialpolitik und ihre Aufgaben und ihre Instrumente und ihre Finanzierung in diesem Land zu führen, dann ist es deutlich zu kurz gesprungen. Was wir hier insbesondere in Punkt 2 vorgelegt bekommen haben, meine Damen und Herren, ist eine Aneinanderreihung von Gemeinplätzen, von Ladenhütern, von Selbstverständlichkeiten, von Renommierprojekten. Kurzum, es ist ein Sammelsurium ohne großen roten Faden oder ohne überhaupt einen roten Faden. So, jetzt wollen wir uns mal der Sache dann im Einzelnen ein wenig widmen. Zum wiederholten Male wird das Sozialbudget, das ist ja das Renommierprojekt schlechthin, es ist sozusagen die Monstranz, damit ich auch einmal dieses Wort benutze hier in diesem Saal, die Monstranz, die man ständig vor sich her trägt, um nicht zu sagen, wie ein Mantra vor sich her trägt, um jetzt einmal den beliebteren Versprecher zu benutzen. Damit ich auch einmal in meiner eigenen Sammlung vorkomme. Es werden die Zahlen nicht richtiger dadurch, dass man sie wiederholt, meine Damen und Herren. Sie haben ein Sozialbudget ausgewiesen, in dem 70 Millionen € drin sind. Diese 70 Millionen €, ich wiederhole das, haben Sie nur erreicht, indem Sie eine ganze Reihe von Maßnahmen, die es auch schon lange gab,
insofern auch nichts Neues sind, das ist das Stichwort Ladenhüter, mit hier hineingerechnet haben, die vorher da nicht drin waren. Dazu gehören 24 Millionen € für das Arbeitsmarktprogramm, 3 Millionen € für das bürgerschaftliche Engagement, 1,2 Millionen € für die medizinische Versorgung, die Sprachförderung im Kindergartenalter ist enthalten und Integrationsmaßnahmen. Dagegen wäre im Prinzip auch nichts einzuwenden, wenn man dieses Geld vor sich selber in Sicherheit bringt. Das ist ja das angeblich Neue, dass man sagt, da wollen wir nicht kürzen. Das ist okay, aber es ist am Ende nichts anderes. Es ist in weiten Teilen eine Mogelpackung, und ich komme bei anderen Teilen noch darauf zurück. Sie haben zum Beispiel, Herr Kollege Boddenberg, die Kürzungen im Zuge dieser unseligen Operation Düstere Zukunft, die Kürzungen in der Obdachlosenhilfe, in der Erziehungsberatung, in der Migrationsberatung und viele andere nicht zurückgenommen. Insofern ist der Erfolg an dieser Stelle längst mindestens mal, das ist das Mindeste, was man sagen kann, längst nicht so groß, wie er dargestellt wird. Zweitens. Ich stelle fest, dass es bei der Finanzierung der Kinderbetreuung im Grunde außer dem Ausgleich für die Integration, im Wege, also den Ausgleich für die Kosten der Einzelintegration behinderte Kinder, kein zusätzliches Geld in dieser Legislaturperiode für die Kinderbetreuung gegeben hat, sondern dass wir auf dem Stand der letzten Legislaturperiode sind. Und zu diesem Stand will ich wieder einmal darauf hinweisen, dass das meiste dieses Geldes eben keine originären Landesmittel sind. Ja, man muss manchmal auf einen Ladenhüter mit einem Ladenhüter antworten, bloß dass meiner sozusagen der Realität mehr entspricht als Ihrer. Wir halten fest, in den 460 Millionen €, die hier ausgewiesen sind für Kinderbetreuung und von Ihnen immer wieder vorgetragen werden, sind weniger als 50 Millionen € originäre Landesmittel drin. 2c. Seit 2008 gibt es die Entwicklung zu Familienzentren. Seit 2008. Dass nun in einem Antrag, in einem Setzpunkt der GRÜNEN, man sich das als eigene Leistung zurechnet, finde ich schon auch ein bisschen dreist. Das würde ich mir jetzt, wenn ich die CDU-Kolleginnen und Kollegen mal angucke, würde ich mir übrigens verbieten. Es ist im Übrigen so, auch das haben wir hier bei anderer Gelegenheit schon einmal diskutiert, dass die Entwicklung der Familienzentren ein wenig stockt, dass die Zahlen längst nicht mehr so ansteigen, wie Sie sich das vielleicht einmal gedacht haben und wie wir es auch gewünscht haben. Sie werden sich erinnern, dass wir dieses Konzept immer begrüßt haben. Wir würden uns allerdings auch wünschen, und das kommt bei einem anderen Punkt, nämlich bei dem übernächsten auch wieder, dass es einmal eine anständige Evaluation dessen gäbe, was wir dort tatsächlich vorfinden und ob die Leistungen und die Effekte, die wir uns davon versprochen haben, auch tatsächlich eingetroffen sind. Hier wird einfach nur behauptet, dass es eine Erfolgsgeschichte ist, und es wird im Wesentlichen quantitativ belegt. Aber es wird im Übrigen der Eigenbeitrag der Kollegen von den GRÜNEN an dieser Stelle eben auch fehlt. Das gilt noch einmal in besonderer Weise für die Familienkarte. Ich habe jetzt hier noch einmal eine Rede vom Kollegen Bocklet zur Familienkarte. Ich spare mir das jetzt. Sie haben eine Vorstellung davon, was er einmal gesagt haben könnte, damals, als er noch nicht der höheren Weisheiten einer Regierungsfraktion teilhaftig geworden war, also irgendwann vor dem Krieg. Vorsicht, Ihr Ironiedetektor hat versagt, Herr Minister. Das finde ich jetzt besonders charmant, dass sich als Erfolg erstens dies als Erfolg zu werten und sich zweitens auch noch an die eigene Fahne zu heften als GRÜNE und das auch noch als neu zu verkaufen. Wir haben das und jenes und das Dritte auf den Weg gebracht. An der Stelle und an vielen anderen Stellen in diesem Antrag wird man davon nicht reden können. Zu 2d Ganztagsschulen. Wir haben das Thema, und wir haben es heute früh auch diskutiert, der Ausbau der Ganztagsbetreuung, der nicht identisch ist mit dem Ausbau der Ganztagsschulen. Auch das werde ich nicht müde zu betonen. Wohl wissend, dass der Ausbau der Betreuung auch eine notwendige Aufgabe ist, das wird ja nicht bestritten. Was aber bestritten wird, nach wie vor bestritten wird von mir und von vielen anderen, ist, dass der Pakt für den Nachmittag dafür das geeignete Mittel ist. Und wenn wir heute gehört haben, 120 Schulen, Herr Minister, 120 Schulen nach, Herr Kultusminister in diesem Fall, wenn Sie mir Ihr Ohr leihen, 120 Schulen nach 2 oder 3 Jahren, dann wird man jetzt nicht sagen können, dass das geradezu explosionsartig wäre. Man wird nicht sagen können, dass man in dem Tempo einer Garantie
Das war das, was Sie versprochen haben, eine Garantie für Nachmittagsbetreuung tatsächlich am Ende der Legislaturperiode näher gekommen sein wird. Davon wird man so nicht sprechen können. Es drängt sich also die Auffassung auf, dass die schulpolitischen Punkte nur deswegen hier aufgenommen worden sind, damit die Bilanz nicht ganz so mager ausfällt, wie sie sonst ausgefallen wäre. Sonst wären sie nämlich gar nicht mehr auf 9 Punkte gekommen. Normalerweise hat man ja 10 in solchen Paketen, die berühmten 10-Punkte-Papiere. Zum Bündnis für das Gesamtsprachförderkonzept. Ja, da will ich durchaus loben. Ich habe noch einmal einen Blick geworfen in das Gesamtkonzept des Landes, das ich theoretisch sehr ambitioniert finde. Das aber in seiner konkreten Ausgestaltung, nämlich in der Abfolge der verschiedenen Maßnahmen, sicherlich noch in puncto Konsistenz und aufeinander abgestimmt sein, zu wünschen übrig lässt. Und im Übrigen will ich an der Stelle auch daran erinnern, dass wir einmal eine für mich vollkommen unverständliche, heftige Debatte darüber geführt haben, ob es notwendig und wünschenswert wäre, eine Gesamtevaluation aller Sprachfördermaßnahmen hier in diesem Lande durchzuführen, wie es von vielen Experten, beispielsweise in der Enquetekommission Integration und Migration, angemahnt worden ist, was ich hiermit auch erneut tue. Ich könnte jetzt noch etwas zu der Frage des Bündnisses für Ausbildung sagen. Ich will vielleicht nur kurz sagen, dass Sie hier die im Bündnis für Ausbildung von der Wirtschaft zugesagten Stellen in 1500 zusätzlichen Ausbildungsstellen, dass wir gerade einmal 860 haben, dass das Ziel am Ende der Legislaturperiode höchstens 10.000 Schülerinnen und Schüler in den Übergangsbereich einmünden zu lassen, nicht übermäßig ehrgeizig finden. Das wären 18% eines Jahrganges. Das ist eigentlich deutlich zu viel und als Zielsetzung für die Chancengleichheit junger Menschen deutlich zu wenig. Meine Damen und Herren, ich will zudem etwas sagen in der verbleibenden Zeit, was nötig wäre. Nötig wäre eine deutliche Erhöhung der originären Landesmittel für die Kinderbetreuung. Nötig ist die Beitragsfreiheit der Kita, zumindest ein erster Schritt, ein erster weiterer Schritt in diese Richtung. Nötig ist ein konsequenter Ausbau des Ganztagsschulsystems. Nötig ist eine Stärkung der dualen Ausbildung mit verbindlichen Vereinbarungen mit der Wirtschaft und zusätzlichen Ausbildungsplätzen. Nötig ist ein effektives und angemessen ausgestattetes Programm gegen Langzeitarbeitslosigkeit. Nötig ist eine mindestens Ergänzung zu der blanken Kommunalisierung von sozialen Hilfen und eine Verstärkung der Steuerung durch das Land, auch der strukturellen Steuerung durch das Land. Nötig, Herr Kollege, Sie müssen dringend zum Ende kommen. Nötig ist die Rücknahme der 2003 gekürzten Kürzungen in der Obdachlosenhilfe, der Erziehungsberatung, Migrationsberatung. Und nötig wäre gewesen ein Wort zur Pflege und zur Krankenhaus- und gesundheitlichen Versorgung. Das fehlt vollständig. Sie sind hier hinter Ihrem Anspruch kläglich zurückgeblieben. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege. Ich habe den Eindruck, und das ist eine gute Gelegenheit, das jetzt einmal zu sagen, das beobachte ich schon den ganzen Vormittag, dass die Redezeitdisziplin heute etwas zu wünschen übrig lässt. Ich würde bitten, dass die folgenden Redner das etwas stärker im Blick behalten als so mancher, der heute schon gesprochen hat. Ansonsten ist noch eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt ein dringlicher Entschließungsantrag der Fraktion der FDP betreffend echter Neustart in der Glücksspielregulierung. Statt Flickschusterei an gescheitertem Staatsvertrag, Drucksache 19-3414, wird die Dringlichkeit bejaht. Das ist der Fall. Dann wird dieser Dringliche Entschließungsantrag Top 74 und kann, wenn dem nicht widersprochen wird, mit Top 15 zu diesem Thema aufgerufen werden. So wird verfahren. Und wir fahren fort in der Debatte. Als nächster Redner Herr Dr. Bartelt für die Fraktion der CDU. Bitte sehr. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Sozialpolitik hält die Menschen zusammen. Der Koalitionsvertrag formuliert, Herr Bocklet hat es bereits gesagt, wir wollen allen Menschen die Chance geben, ihr Leben selbst aktiv zu gestalten. Eine solche Sozialpolitik grenzt niemanden aus, sondern schafft Chancengleichheit für alle, unabhängig von sozialer Herkunft, Alter, Geschlecht und kulturellem Hintergrund. Gesellschaft und Staat müssen derzeit die Herausforderungen der Aufnahme und Integration der Flüchtlinge bewältigen. Und Hessen hat hier Beachtliches geleistet. Gleichermaßen müssen die in Hessen ansässigen Menschen, die unsere Hilfe benötigen, die Sicherheit haben,
dass auch für sie die sozialen Leistungen fortgesetzt und weiterentwickelt werden. Und sie können sich bei uns sicher sein. Und das ist auch die wesentliche Botschaft dieses Antrags, meine Damen und Herren. Die Förderung von Menschen in schwierigen Lebenslagen, das Ermöglichen ihrer Teilnahme an der Gemeinschaft, ist auch Prävention gegen Anfälligkeit gegenüber rechtspopulistischen Stimmungslagen und Stimmungsmache. Und deshalb ist der Setzpunkt der GRÜNEN gut gewählt. Er ist keine Weihrauchschwenkerei und es sind keine Ladenhüter, sondern es sind Botschaften in einer schwierigen Situation unseres Landes, meine Damen und Herren. Es ist ein Signal an Menschen, dass sie das Land Hessen nicht zurücklässt und ist der Dank und Anerkennung an Kommunen, Wohlfahrtsverbände und alle ehrenamtlich Tätigen. Die Landesregierung und die sie tragenden Fraktionen haben das Sozialbudget für freiwillige Leistungen des Landes um 35% auf 70 Millionen € erhöht. Durch Festschreibung dieser Landesmittel erhalten Kommunen und Träger unabhängig von Konjunkturlage und Schuldenbremse Planungssicherheit. Sicherlich, es sind einige Dinge dabei, die bisher in anderen Haushaltstiteln vertreten waren. Es bleibt aber die Erhöhung um 35% und es bleibt die Planungssicherheit trotz Schuldenbremse. Hiervon werden 19 Millionen € den Kreisen und kreisfreien Städten für Schuldnerberatung, Frauenhäuser für Opfer sexueller Gewalt zur Verfügung gestellt. Menschen, die diese Hilfe dringend benötigen, sie stehen oft im Schatten der Öffentlichkeit. Die Lebenssituationen sind tabuisiert. Die Orte der Frauenhäuser sind aus sehr nachvollziehbaren Gründen der Öffentlichkeit nicht bekannt. Gespräche mit Politik und Presse, mit Betroffenen finden verständlicherweise nur selten statt und finden anonymisiert statt. Die aktuelle Diskussion über die strafrechtliche Bewertung sexueller Belästigung und Gewalt hat hier sicherlich sensibilisiert. Das ist gut. Allein die Unterstützung für Frauenhäuser wurde um 2,7 Millionen € erhöht. Die Zielvereinbarung zwischen dem Land, dem Landeswohlfahrtsverband und den kommunalen Gebietskörperschaften sind jetzt flächendeckend abgeschlossen. Das heißt, die Gelder fließen dorthin, wo sie gebraucht werden. Sie stellen ein bedarfsgerechtes Angebot hessenweit sicher. Die Zuwendungsbeiträge berücksichtigen Grundpauschalen und bedarfsgerechte Fallpauschalen. Eine gute Betreuung ist für das Aufwachsen der kommenden Generation von elementarer Bedeutung. Sie wird im Vorschulalter vom Land mit 460 Millionen € gefördert. Grundlagen der Förderung sind, die Qualität der frühkindlichen Bildung wird weiterentwickelt. Die Eltern haben eine Wahlfreiheit, ihr Kind selbst zu Hause betreuen oder Betreuung in Anspruch zu nehmen. Eltern, die eine verstärkte Unterstützung brauchen, weil ihr Kind eine Behinderung hat oder ein schwieriges soziales Umfeld besteht, benötigen auch eine stärkere Zuwendung durch den Staat. Die im Koalitionsvertrag beschriebenen Maßnahmen werden von der Landesregierung konsequent umgesetzt. Im Kinderförderungsgesetz ist eine zusätzliche Unterstützung vom Land von Kindertagesstätten vorgesehen, in denen mehr als 22% der Kinder aus einem einkommensschwachen Elternhaus kommen oder in deren Elternhäusern die deutsche Sprache nicht ausreichend vermittelt werden kann. Diese sogenannten Schwerpunktkitas erhalten 390 € pro Kind pro Jahr zusätzlich. Jetzt, nach Ablauf der Übergangsfristen der Zuwendungssystematik im September 2015, alle Kitas nach dem KiföG die Förderung abrechnen, werden eben diese Qualitätspauschalen auch zunehmend gezahlt. Der Leitgedanke einer gezielten Förderung der Bildung in Abhängigkeit vom sozialen Umfeld wird für die Schulkinder fortgesetzt in der Lehrerzuweisung nach dem Sozialindex. Unter Berücksichtigung einer überdurchschnittlichen Arbeitslosigkeit oder Hartz-IV-Empfängern der Bevölkerung im Einzugsgebiet der betreffenden Schule können bis zu 10% mehr Lehrerstellen zugewiesen werden. Eine weitere sozialpolitische Komponente der Förderung junger Menschen sind die sogenannten frühen Hilfen.
Sie wenden sich an Kinder mit Behinderung oder Entwicklung einer Behinderung. Die Fördergrundsätze sind im Februar 2016 veröffentlicht, rückwirkend zum 01.01.2016. Der Begriff ist weit gefasst. Er umfasst auch alle Sinnesbehinderungen, Autismus oder Verhaltensstörungen. Familienzentren werden zunehmend ausgebaut und entwickeln sich zu einem flächendeckenden Angebot. Die Betreuungsquote für unter Dreijährige liegt mit 29% über dem Durchschnitt westdeutscher Länder. Der Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz kann landesweit erfüllt werden. Das ist ein Merkmal für eine Wahlfreiheit der Eltern. Sie verbessert die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Sie umfasst auch die Chance des Aufstiegs in der beruflichen Laufbahn. Entwicklung der Personalkonzepte von öffentlichen und privaten Arbeitgebern müssen natürlich auch ihren Beitrag hierzu leisten. Meine Damen und Herren, die Arbeitsmarktkennzahlen sind für Hessen ausgezeichnet. Die Arbeitslosenzahl ist die niedrigste seit mehr als 20 Jahren. Die Quote mit 5,5% niedriger als im Vorjahresmonat. Die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze ist so hoch wie nie zuvor. Trotzdem sind Langzeitarbeitslose weiter ein Problem. Sie haben oft multiple Vermittlungshindernisse. Das Programm Kompetenzen entwickeln, Perspektiven ermöglichen ist auch für Sie ein Angebot. Es wurde Juli 2015 vorgestellt. Arbeitslose, die seit 2 Jahren Hartz IV beziehen, können einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nachgehen und sich gleichzeitig weiterqualifizieren. Für 5 Jahre werden insgesamt 10 Millionen € eingesetzt. Das Programm ergänzt gut die Arbeitsmarktbudgets und die Ausbildungs- und Qualifikationsbudgets, die durch Zielvereinbarungen mit den Kommunen bereits seit etwa 5 Jahren umgesetzt werden. Meine Damen und Herren, abschließend, damit ich mich auch an die Redezeit halte. Die regierungstragenden Fraktionen zeigen, dass unsere aktivierende Sozialpolitik für in Hessen lebende Menschen und der Aktionsplan zur Integration von Flüchtlingen und Bewahrung des gesellschaftlichen Zusammenhalts zusammengehören. Es sind zwei Seiten derselben Medaille. Und das ist die Botschaft, die diesem Setzpunkt auch zugrunde liegt. Wir danken für die Umsetzung unserer Landesregierung, besonders dem Sozialminister, der kommunalen Familie, den Wohlfahrtsverbänden und den ehrenamtlich engagierten Bürgerinnen und Bürgern. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Bartelt. Ich darf für das Präsidium, ich glaube für das ganze Haus sagen, niemand hat bezweifelt, dass Sie sich an die Redezeit halten. Danke sehr. Für die Fraktion DIE LINKE hat sich die Abg. Frau Schott gemeldet. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Es ist uns durchaus bewusst, dass die Regierungsfraktionen ihre Setzpunkte dazu nutzen, dass die Landesregierung eine Chance hat, sich selbst zu loben. Heute liegt uns allerdings ein unterirdisches Zusammenfügen von Dingen, die weder abschließend Sozialpolitik sind, noch eine irgendwie geartete Handlungsorientierung oder auch Veränderungsbedarf aufzeigen, der aber dringend notwendig wäre. Und das ist hier echte Verschwendung von Lebenszeit, was Sie mit uns machen. Ich weiß, meine Damen und Herren von den GRÜNEN, Sie müssen auch Ihr Klientel bedienen, indem Sie ihnen erklären, dass Sie in dieser Regierungskonstellation doch auch das eine oder andere Gute bewerkstelligt haben. Aber alle Erklärungen helfen nicht. Alle Wiederholungen machen die Welt ganz und gar nicht besser durch Schwarz-Grün und nicht gerechter. Da ich aber schon einmal hier stehe und mir die Zeit genommen habe, will ich Sie nutzen, um Sie auf die Realität aufmerksam zu machen. Nach Ihrer Auffassung sollen wir hier im Landtag feststellen, dass auch in einer Gesellschaft mit hohen Sozialstandards weiterhin mit präventiven Sozialmaßnahmen gegen Armut und soziale Ausgrenzung und für Chancengerechtigkeit gearbeitet werden muss. Das würde ich ja fast tun,
wenn ich auch der Meinung bin, dass hohe Sozialstandards gerade dazu da sind, Armut zu verhindern. Und nicht trotz ihrer braucht man dann noch Methoden. Wenn Sie jetzt Schweden oder Norwegen meinen würden, könnte ich Ihnen sogar zustimmen. Wenn wir uns allerdings die Zahlen der Altersarmut heute und morgen ab 2030 mit 50% der Bevölkerung gerechnet, die steigende Armutsquoten in Hessen und besonders die hohen Zahlen der Armut bei Kindern und Jugendlichen anschauen, ist es zynisch, von hohen Sozialstandards zu sprechen. Damit grenzen Sie immer größere Teile der Gesellschaft bewusst aus ihrer Wahrnehmung und Politik aus. Inzwischen sind die Ausgaben für soziale Sicherheit in Deutschland in Prozent zur Wirtschaftsleistung niedriger als im EU-Durchschnitt. Vor uns liegt beispielsweise unter anderem die Slowakei. Eine wirklich wirkungsvolle Sozialpolitik würde dazu führen, dass Menschen keine schlechteren Arbeitsverhältnisse eingehen und aushalten müssen, aus lauter Angst davor, arbeitslos zu werden und den Hartz-IV-Bezug abzugleiten. Da kann ich aber nichts erkennen. Im Gegenteil, Hartz IV wird in diesem Hause, mal abgesehen von leichten Absetzbewegungen bei der SPD, weiterhin als gut und sinnvoll angesehen. Gut und wirkungsvoll für die Unternehmer und Arbeitnehmerinnen und Arbeitgeberinnen, die Menschen unter Druck setzen können, aber nicht gut und sinnvoll für Menschen in sozialen Notlagen. Oder wollen Sie uns wirklich die Tafeln als wirkungsvolles Sozialsystem verkaufen? Wir sind doch inzwischen mehr bei der Nothilfe als bei gerechter Sozialpolitik angekommen. Für gerechte Sozialpolitik bräuchten wir einen höheren Mindestlohn, eine gerechte Besteuerung, bei der die Vermögenden den Sozialstand mitfinanzieren, damit er funktionsfähig wird. Das wäre gute Sozialpolitik. Aber lassen Sie uns konkret zu Hessen kommen. Ein paar Worte zu den von Ihnen genannten sogenannten Errungenschaften. Das Sozialbudget wurde erhöht, hat der Kollege vorhin schon im Detail auseinandergenommen. Deswegen mache ich das nicht noch einmal. Aber wie oft wollen Sie sich eigentlich noch dafür abfeiern? Wenn die Initiativen, die die Arbeit vor Ort machen, bei jedem Hurra-Ruf, der hier dafür kommt, Geld bekämen, dann ging es denen deutlich besser. Das Sozialbudget hat nicht einmal ein Viertel des Umfangs dessen, was sie vorher weggekürzt haben. Das ist alles schön, dass die Träger zusätzlich Geld bekommen. Es reicht aber nicht, um wirkungsvolle Armutsprävention auf kommunaler Ebene aufzubauen. Und Herr Dr. Bartel, Sie haben vorhin gesagt, mit Ihrer Sozialpolitik und diesem Antrag hier wollen Sie sich auch bei denen bedanken, die vor Ort die Arbeit machen. Sich bei denen zu bedanken, die dank Ihrer Sozialpolitik in prekären Beschäftigungsverhältnissen arbeiten, ständig Angst um ihren Arbeitsplatz haben, ihre eigene Arbeitszeit kürzen, schütteln Sie doch nicht mit dem Kopf. Die Frauen in den Frauenhäusern kürzen ihre Arbeitszeit, damit die Arbeit in den Frauenhäusern überhaupt noch aufrechterhalten werden kann, zu ihren eigenen Lasten, zu Lasten der Altersversorgung dieser Frauen. Ja, natürlich haben die ein bisschen Geld bekommen, aber das reicht doch bei weitem nicht für das aus, was notwendig ist. Und die sind nicht die Einzigen. Ich könnte hier meine halbe Redezeit damit verbringen, aufzuzählen, welche Projekte aufgegeben haben, weil sie mehr Geld ausgeben für das Akquirieren von immer kürzer werdenden Projekten von jungen Menschen, weil sie pleite gehen, weil es sie nicht mehr gibt, dank ihrer guten Sozialpolitik. Und dafür beklatschen Sie sich, schämen sollten Sie sich. Auch Kinderbetreuung ist Sozialpolitik. Das wäre richtig, wenn das KiföG dafür sorgen würde, dass die Qualität ausgebaut würde. Dies ist aber nicht der Fall. Wenn die meist klammen Kommunen nicht einen Personalschlüssel über dem KiföG zur Verfügung stellen würden, sähe es noch düsterer aus als jetzt. Bereits jetzt sind Erzieherinnen und Erzieher nicht mehr bereit, zu den schwierigen Arbeitsbedingungen überhaupt weiterzuarbeiten. Sie verlassen frühzeitig den Beruf. Das wissen wir doch alle schon lange. Die Elternbeiträge entwickeln sich gerade nach oben. Und Familien haben somit eine Wahlfreiheit. Ja, und die Wahlfreiheit heißt, sie entscheiden, ob Frauen zu Hause bleiben und die Kinder betreuen oder ob sie arbeiten gehen und ihr Gehalt für die Kinderbetreuung ausgeben. Das ist die Wahlfreiheit, die tatsächlich viele Familien in diesem Land haben. Ja, es gibt andere, das weiß ich auch, aber ein Großteil der Familien steht genau vor diesem Knoten, und dann können Sie sich überlegen, wie die sich entscheiden. Und dann möchte ich noch etwas zu der unsäglichen Familienkarte sagen. Welche Leistungen sind denn für unsere Familien damit verbunden? Unfallversicherung bis zum Schuleintritt? Schön. Eine private Organisation wird beworben, die Babysitter oder Au-pair
oder Au-pair besorgt, dann gibt es Werbung für HIP, für Fraport, für ADAC und viele andere Firmen. Und die kostenlose Nummer gegen Kummer beim Kinderschutzbund wird angegeben. Ich glaube, die findet man auch ohne diese Karte im Netz. Das kriegt man auch so raus. Das ist eine echte Leistung, für die Sie sich täglich loben sollten, wie Sie hier für Firmen, gewinnträchtige Vereine, staatliche Werbung erbringen und das dann Sozialpolitik nennen. Dass Sie sich für Ihre Schulpolitik nicht loben sollten, müssten Sie eigentlich wissen. Wir haben aber heute schon einmal das Gegenteil ertragen und erdulden müssen. Hier anders kann man das nicht nennen. Sonst müssten Sie nicht so oft die Maßnahmen wieder zurücknehmen, wenn Sie es denn tatsächlich zur Kenntnis genommen hätten. Selbst die Bertelsmann-Stiftung kritisiert Hessen wegen des minimalen Umfangs der Ganztagsschulangebote. Der Pakt für den Nachmittag hilft da nichts und kommt zudem kaum voran. Und letztendlich sind Sie da ja auch nicht die Helden der Vorreiter. Denn der Pakt für den Nachmittag ist doch Ihre Alibi-Kiste gegen die Ganztagsschule. Es gäbe mehr zu sagen zu dem Wildwuchs der Sprachförderprogramme. Auch das hatten wir vorhin schon einmal. Zu den geringen Kapazitäten für Seiteneinsteigerkurse oder dass Sie nicht einmal gewagt haben, den Schulbesuch für Jugendliche, die neu nach Deutschland kommen, zeitlich auszudehnen. Wenn Sie allerdings behaupten, dass es die individuellen Probleme sind, dass Langzeitarbeitslose keine Stelle finden, finde ich das sehr perfide. Tatsache ist doch, dass es zu wenig Arbeitsplätze für die jeweiligen Arbeitslosen gibt und dann die Menschen bevorzugt werden, die noch nicht lange aus dem Beruf raus sind, weil ein jeder weiß, lange Arbeitslosigkeit macht krank. Deshalb muss man Arbeit fördern und nicht Arbeitslosigkeit. Das heißt, es müssen Arbeitsplätze gerade im öffentlichen Sektor wieder geschaffen werden, statt Arbeitsplätze abzubauen. Sie können in dieser Frage gern nach Thüringen schauen. Die haben mindestens einmal einen Fuß in die Tür bekommen, indem sie Arbeit statt Arbeitslosigkeit fördern. Sie schaffen es aber nicht einmal, ein kleines Arbeitsprojekt für Drogenabhängige weiter zu finanzieren, ist es Ihnen nicht wert. Gute Sozialpolitik sorgt auch fürs Wohnen, und wir brauchen bis zum Jahr 2020 40.000 neue Wohnungen und nicht nur Wohnraum für 30.000 Menschen. Für eine gute Sozialpolitik fehlen weitere wichtige Dinge. Sogar im Haushalt steht eine Teilhabekarte, die zwar Armut nicht abbaut, sondern eher die Auswirkungen abmildert. Aber auch dazu passiert nichts. Wäre doch schon mal schön, wenn wenigstens ein Schritt dahin gegangen würde. Eine flächendeckende Versorgung mit Hebammen und frühen Hilfen würde genauso dazu gehören. Laut Landesregierung sieht sie sich aber bei der Geburtshilfe überhaupt nicht zuständig. Ich meine nicht, dass Herr Grüttner jetzt als Entbindungspfleger arbeiten sollte, sondern er sollte eher dafür Sorge tragen, dass jede Frau und auch jeder Vater mit einer Hebamme die Geburt vorbereiten, durchführen und nachbereiten kann und nicht, wie es vielfältig in diesem Land schon der Fall ist, nicht jemanden mehr findet. Zu einer guten Sozialpolitik gehört auch eine Jugendhilfe, die genügend Mittel zur Verfügung hat, um präventiv zu arbeiten und nicht die Kommunen in eine Situation bringt, dass sie teure stationäre Aufenthalte finanzieren muss, wenn das Kind nämlich in den Brunnen gefallen ist, weil im Vorfeld für Prävention und schützende Maßnahmen kein Geld da ist. Zu guter Sozialpolitik gehört die längst überfällige Ombudsstelle für Kinderrechte, die Kinder und Jugendliche in Jugendhilfefragen unterstützt. Wo ist da die Initiative vom Land? Nix, ganz im Gegenteil. Zu einer guten Sozialpolitik gehören unabhängige Arbeitslosenberatungseinrichtungen, damit Menschen ihre Rechte kennen und selbstbewusst ihren Platz auf dem Arbeitsmarkt finden können und auch ihre Position gegen die AGE vertreten können. Denn nicht immer sind diese Bescheide richtig, und wir erleben immer mehr, dass alle, die beklagen, auch Recht bekommen. Von daher ist es auch notwendig. Zu einer guten Sozialpolitik gehört eine Reform aller Programme, die mit der Verwaltung von Arbeitslosigkeit zu tun haben. Wir müssen nicht nur hier weg von der Projektitis, die weder den Betroffenen noch den Mitarbeitenden noch den Trägern dient. Und hier noch einmal, Herr Bartel, die Träger und deren Mitarbeiter sind die Leidtragenden. Ich würde gerne enden mit einem Zitat von dem Armutsforscher Christoph Butterwegge. Entweder sind Staat und Gesellschaft bereit, erheblich mehr Geld auszugeben, oder die Kluft zwischen Arm und Reich wird sich drastisch vertiefen. Betreibt die Bundesregierung, und hier können wir die Hessische Landesregierung durchaus mitnehmen, weiterhin Reichtumsförderung statt Armutsbekämpfung, gefährdet sie den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Demokratie. Danke, Frau Schott. Für die FDP-Fraktion erteile ich Herrn Rock das Wort. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Frau Schott,
Es macht mich immer wieder fassungslos, wenn ich Sie hier vorne am Mikrofon erlebe und was Sie hier erzählen. Es macht mich fassungslos. Die Beschreibung unseres Landes, das Sie hier vortragen, ist einfach nicht deckungsgleich mit der Realität, Frau Schott. Wir sind hier nicht in einer sterbenden DDR, und wir sind auch nicht in Venezuela. Wir sind in der Bundesrepublik Deutschland, die einen seit 70 Jahren gewachsenen Sozialstaat hat. Seit 70 Jahren betreiben hier in diesem Parlament, aber auch in anderen Parlamenten, im Deutschen Bundestag, verantwortungsvoll Fraktionen Politik, um einen Sozialstaat zu entwickeln. Und natürlich gibt es immer wieder Herausforderungen, die gemeistert werden müssen. Natürlich werden wir nie eine gerechte Gesellschaft im letzten Punkt erreichen. Wir müssen immer daran arbeiten, eine gerechte Gesellschaft zu erreichen. Es wird immer Kritikpunkte geben. Aber was Sie hier veranstaltet haben, wird unserem Land nicht gerecht. Aber zurück zum Antrag. Wenn ich diesen Antrag hier gesehen habe, und da muss ich allerdings wirklich feststellen, es ist eine Aufzählung von Projekten und eine Aufzählung von Handlungen, aber ohne einen inneren Zusammenhang, habe ich den Eindruck. Und es ist vor allem eine Aufzählung, in der einfach wichtige Bereiche fehlen. Der Kollege Merz hat darauf hingewiesen, der gesamte Gesundheitsbereich, die Frage der Integration als eigenen Bestandteil einer Politik. Und natürlich, was Sie hier aufgeführt haben, ist ein Dokument, wo deutlich wird, wo Stillstand in dieser Landesregierung herrscht und wo wir selbst Rückschritt feststellen können. Und jetzt nehme ich gleich einmal vorneweg die zwei Farbtupfer, die hier festzustellen sind, grüne Farbtupfer in der Politik des Landes, die zwei symbolpolitischen Aktionen, die Sie jetzt hier in drei Jahren zu Wege gebracht haben. Das sind die gut 20 Millionen € im sogenannten Sozialbudget, wo verschiedene Haushaltsstellen, die früher woanders waren, jetzt unter dem Projekt Sozialbudget zusammengefasst worden sind, noch einmal gut 20 Millionen € obendrauf. Das heißt, 3 € pro Bürger in Hessen ist sozusagen das grüne Tüpfelchen Ihrer Sozialpolitik, Ihr Footprint in der Sozialpolitik in Hessen, plus dieses Symbolthema Arbeitsmarkt, das Herr Bocklet ja sehr am Herzen liegt, wo ich allerdings keine flächendeckenden Auswirkungen feststellen kann. Und ansonsten, was Sie hier aufzählen, sind Projekte. Ich sehe jetzt den Kollegen Banzer, ehemaligen Minister, hier sitzen. Die Zusammenfügung der Arbeitsmarktprojekte zu Arbeitsmarktbudgets ist noch unter seiner Ägide eingeleitet worden. Das ist Politik vor zwei Regierungen, die Sie für dieses hier loben. Wenn ich die anderen Projekte hier sehe, das sind die Projekte von Doris Hensler oder Nicola Beer, das Sozialbudget, die 105% Lehrerversorgung, haben wir heute schon darüber diskutiert. Was machen Sie denn? Sie bauen nicht die Finanzierung der Schulen aus, sondern Sie versuchen, die 105% Lehrerversorgung durch die Hintertür wieder abzuschaffen und für irgendwelche andere Projekte zu verwenden. Familienzentrum, ist der Herr Merz darauf eingegangen, 12.500 € oder 18.000 € Unterstützung pro Projekt, das eine Kommune entwickelt hat. Das haben wir hier alle gemeinsam beschlossen. Das haben wir in einem einstimmigen Antrag 2008 im Landtag beschlossen. Die schwarz-gelbe Landesregierung hat es damals auf den Weg gebracht. Sie haben es fortgeführt. Hurra! Also, das ist tatsächlich sozusagen die innovative Sozialpolitik, die Sie hier beschreiben. Und ich kann Ihnen nur ein Stammbuch schreiben. Nehmen Sie Ihren Antrag ernst und nehmen Sie ihn als Handlungsaufforderung für das, was Sie nicht tun in diesem Land. Und was tun Sie nicht? Was müssten Sie tun? Was tun Sie nicht? Da sage ich Ihnen mal ganz klar der frühkindliche Bereich. Ich bin eigentlich fassungslos, dass diese Landesregierung in diesem Bereich nicht den Weg fortsetzt, den sie mal eingeschlagen hat, dass sie hier einen Investitionsschwerpunkt sieht, dass sie hier Veränderungen vorantreiben will, eine Verbesserung der Situation. Jetzt können wir immer noch über die Strukturen sprechen, aber die sind ja jetzt dadurch, dass die Grünen hier sich dem schwarz-gelben Projekt angeschlossen haben, denke ich, dauerhaft auch die Strukturen gefestigt, dass wir uns in dem Kinderförderungsgesetz uns weiter bewegen werden. Die Frage ist jetzt, wie finanziert man es aus? Und wie optimiert man das? Wie nimmt man die Kritik aus der Bildungslandschaft, Betreuungslandschaft ernst? Und was führt man dort fort? Kein Wort dazu. Kein Wort dazu. Wir haben uns getroffen. Wir haben sozusagen Gespräche mit den Verbänden. Wo sind Ihre Vorschläge, hier weiterzukommen? Wo sind Ihre Vorschläge, in der frühkindlichen Bildung endlich wieder einen Schritt nach vorne zu machen? Denn jede Legislaturperiode müssen wir hier ein Stückchen besser werden.
Das ist eine Herausforderung, der Sie sich nicht stellen. Und wenn ich dann noch feststelle, dass einfach Projekte, wir haben es evaluiert, der Minister, die ehemaligen Minister, ich persönlich war vor Ort, habe mir die Kindertagesstätten und die Grundschulen angeschaut, die in der qualifizierten Schulvorbereitung zusammengearbeitet haben. Überall Zustimmung, alle Einrichtungen, alle Grundschulen haben gesagt, super, warum wird dieses Projekt nicht weiterverfolgt? Warum wird das nicht über Hessen ausgerollt? Hier sind einfache Möglichkeiten, die Situation vor Ort nicht mit 100 Millionen, aber vielleicht mit 20, 30, 40 Millionen Euro die Qualität vor Ort zu verbessern. Warum tun Sie das nicht? Warum lassen Sie diese Lebenschancen verstreichen für junge Menschen in unserem Land? Und damit sind wir ja auch ein bisschen in der Gerechtigkeitsdebatte. Natürlich geht es in der Sozialpolitik immer um Chancengerechtigkeit. Wir wissen alle, gleiche Startchancen können wir nicht erzeugen. Wir können gleiche Rahmenbedingungen erzeugen, und wir können versuchen, Chancengerechtigkeit auf den Weg zu bringen. Und Chancengerechtigkeit ohne Investitionen in frühkindliche Bildung, das leuchtet mir nicht ein, wie das funktionieren soll. Also, wenn Sie Chancengerechtigkeit in unserer Gesellschaft fördern wollen, müssen Sie auch in diesem Bereich aktiv werden. Und da erwarten wir immer noch eine Initiative, dass Sie hier mehr machen oder zumindest die Kritik aus der Landschaft aufnehmen und diese Kritikpunkte, die wir ja alle kennen, dass Sie dort ein bisschen was machen, dass Sie wenigstens symbolisch dort einen Schritt weiterkommen. Aber gar nichts zu tun und für sich dafür zu loben, was in der letzten Legislaturperiode gemacht worden ist, ist schon reichlich dünn an diesem Punkt. Und natürlich, Sie nehmen das Thema Betreuung auf. Sie nehmen das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf auf. Aber Herr Bocklet, wenn ich Sie an Ihren eigenen Ansprüchen messen möchte, jeder, der in der letzten Legislaturperiode diesem Landtag angehört hat, jeder, der in der letzten Legislaturperiode dem Landtag angehört hat und hat Ihre Reden gehört, der uns hier versprochen hat damals, dem heutigen oder dem immer noch Minister, Sozialminister Grüttner, aber uns auch allen hier, die es hören wollten oder nicht hören wollten, jedes Mal vorgerechnet hat, ihr werdet den gesetzlichen Auftrag nicht erfüllen. Ihr werdet es nicht schaffen. Es ist ausgeschlossen. Ich rechne es euch jede Sozialausschusssitzung vor. Es ist geschafft worden. Aber wo sind die Investitionsprogramme, um es fortzusetzen und weiterzumachen und besser zu machen? Wo ist Ihr Engagement, Herr Bocklet? Wo ist Ihr Engagement in dem Bereich, das Sie einmal in der Opposition hatten? Null, nichts, weg, gar nichts. Und das sind einfach die Fragen, die man sich stellen muss, wenn man in eine Regierung eintritt, dass man zumindest zeitweise an dem gemessen wird, was man mal vorher gesagt hat, Herr Bocklet. Und da haben Sie leider nichts zu liefern, dass die Union ihre Politik hier konsequent weiter vertritt, dass sie auch auf die guten Taten anderer Legislaturperioden hinweist, weil sie ja hier dauerregiert und deshalb ihr egal sein kann, ob sie allein regiert hat, mit uns regiert hat, mit den Grünen, vielleicht das nächste Mal mit der SPD. Die sagen natürlich, die letzten 15 Jahre haben wir gute Politik gemacht, wird konsequent fortgesetzt. Und das wollen wir auch in so einem Antrag wunderbar gelobt sehen. Das kann ich ja noch nachvollziehen. Aber für eine Fraktion der GRÜNEN, die hier große Reden geschwungen hat und die immer wieder auf angebliche Missstände hingewiesen hat, mit zwei grünen Farbtupferchen in der hessischen Sozialpolitik in einem Finanzumfang von vielleicht 30 Millionen €, das ist ein bisschen dünn, Herr Bocklet, sondern da erwarte ich einfach einmal auf der Zielgeraden der Legislaturperiode, hängen Sie sich noch einmal rein, messen Sie sich an Ihren eigenen Vorgaben oder zumindest an den Leistungen der Vorgängerregierung, dann wird es vielleicht noch etwas, aber das ist deutlich zu wenig. Vielen Dank. Danke, Herr Rock, für die Art. Das kommt ein bisschen spät, aber ja, ist okay. Für eine Kurzintervention erteile ich das Wort. Herr Rock, was ich verstehen kann, ist, dass man sich die einzelnen Punkte noch einmal zu jedem einzelnen Punkt der Sozialpolitik, der hessischen Sozialpolitik, eine andere Position entwickeln kann. Aber was ich bei Ihnen und beim Herrn Merz überhaupt nicht verstehe, ist, dass Ihnen komplett der Instinkt abhanden gekommen ist, in welcher gesellschaftlichen Situation wir uns gerade befinden. Und wir haben versucht, das in unserem Antrag, man muss es nicht nur lesen können, man muss es auch verstehen können, in einer Situation, wo draußen im Lande diskutiert wird, wie stark ist der gesellschaftliche Zusammenhang noch? Werden Gruppen gegeneinander ausgespielt? Gibt es Rechtspopulisten, die sagen, für die habt ihr Geld, aber nicht für uns? Wenn in einer solchen Situation wir nur einen Auszug, das ist ja nur ein Auszug einer Zwischenbilanz,
Wir dokumentieren, wir tun etwas für Langzeitarbeitslose, für Jugendliche, für die Familien. Wir tun mehr für den Wohnungsbau. Wir kümmern uns um alle Menschen, die den Sozialstaat benötigen, und nicht nur für Einzelne, sondern für ein umfangreiches Programm. Da kann man natürlich sagen, ich hätte da gerne noch ein bisschen mehr und hier noch ein bisschen mehr. Auf das Kinderförderprogramm kommen wir gerne. Wir haben eine Evaluation beschlossen. Da steht die Nachsteuerung aus. Das ist aber kein Thema. Wir können auch jeden Einzelnen, wir können auch bei dem Wohnungsprogramm sagen, wir machen noch ein bisschen mehr. Wir können auch sagen, dass wir bei dem einen oder anderen Punkt der Langzeitarbeit können wir gerne noch draufsatteln. Aber wer in so einer Situation, wo draußen diskutiert wird, wir spielen die eine Gruppe gegen die andere aus, und wir dokumentieren hier, CDU und GRÜNE, es wird eine Fülle von Maßnahmen getan, dass keinen Menschen zurückreißt, dass wir eine Sozialpolitik für alle Menschen machen, dann muss ich Ihnen kommentieren, das, was Sie gesagt haben, ist an Kleinkariertheit nicht mehr zu unterbieten. Und das müssen wir einmal in dieser Stunde feststellen. Danke, Herr Bocklet. Herr Rock wollte. Nein, Sie haben auch keine Redezeit mehr, Herr Bocklet. Herr Rock, wollen Sie darauf antworten? Ja. Auch 2 Minuten. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, Herr Bocklet, das war jetzt wieder übliche grüne Bescheidenheit. Wenn Sie nicht mehr weiter wissen, kommen Sie hier mit so einer mit so einem Meta-Argument. Wir alle wissen, dass wir uns in einer schwierigen sozialpolitischen und gesellschaftspolitischen Diskussion befinden. Wir alle wollen nicht vielleicht hier bei der CDU zwei Reihen AfD demnächst sitzen sehen. Klar wissen wir das. Aber deshalb sind Sie nicht entbunden, die Mindestanforderungen von Sozialpolitik umzusetzen. Und wenn hier jemand sozusagen immer nah an der Instinktlosigkeit agiert, Herr Bocklet, dann schauen Sie einmal in den Spiegel, bitte schön. Weil ich möchte mal wirklich deutlich machen, dass die Opposition in diesem Haus gerade bei der Frage der Flüchtlingspolitik sich hier in einer Art und Weise loyal zusammenstehend und gemeinsam positioniert hat, wie es einzigartig in Deutschland ist und wo auch wir als Parlamentarier in der Opposition uns nichts vorzuwerfen haben, wo wir einen Schulterschluss geübt haben und wo wir gemeinsam die Dinge aus dem politischen Feuer herausgehalten haben. Hier lässt sich die Opposition und wir als Freie Demokraten, aber auch die anderen Vertreter im Haus nichts vorwerfen. Und die Instinktlosigkeit, Herr Bocklet, gucken Sie einmal in den Spiegel. Danke, Herr Rock. Jetzt für die Landesregierung erteile ich Herrn Staatsminister Grüttner das Wort. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Im Hinblick auf das gemeinsame Handeln innerhalb dieses Parlaments, was die Aufnahme, Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen anbelangt, ist das, was Herr Rock gesagt hat, der Kern dessen, das Handeln hier gewesen ist. Und das verdient nach wie vor gewürdigt zu werden. Und dafür kann sich auch die Landesregierung nur bedanken für die Unterstützung. Und ich bin dankbar, ob der Fürsorge des Kollegen Merz, ob ich jetzt mich unter Wert verkauft fühle oder nicht. Ich denke, dass die Fragestellung der Wertschätzung innerhalb einer Debatte auch damit zum Ausdruck kommt, ob es in einer solchen Debatte gelingt, auch einige grundlegende Unterschiede herauszuarbeiten. Auch in einem Politikfeld, von dem wir der Überzeugung sind, wenn wir sozialpolitisch handeln, dass wir es im Interesse der uns anvertrauten oder der hilfebedürfenden Bürgerinnen und Bürger tun. Nur an einer Stelle, und das finde ich, ist dann das Spannende gewesen, an dem es sehr deutlich wird, wo Unterschiede auch bemerkbar gewesen sind. Und das war, als Sie, Herr Merz, gesagt haben, da wünsche ich mir eine Landesregierung, einen Staat, der mehr steuernd, mehr handelnd eingreift. Und ich sage Ihnen, das ist nicht das Verständnis christdemokratischer Sozialpolitik, sondern wir sagen, Subsidiarität ist unser Maßstab unseres Handelns. Unsere Frage von Subsidiarität heißt Hilfe zur Selbsthilfe. Und das bedeutet letztendlich, in den untersten Einheiten die in der Lage zu versetzen, sich dann entweder selbst zu betätigen oder selbst aus dem Sumpf herauszuziehen und Hilfe zur Selbsthilfe auch zu gewähren. Das ist der entscheidende Punkt. Und deswegen sage ich, Subsidiarität, Hilfe zur Selbsthilfe, das ist der Kern auch dieser Sozialpolitik, dieser Landesregierung. Und das ist eben ein anderes Verständnis, als das Sie erklärt haben.
Ich bin Herrn Dr. Bartelt an der Stelle schon noch einmal dankbar, dass er die Grundlagen, die wir im Koalitionsvertrag niedergelegt haben, noch einmal verdeutlicht hat, niemanden auszugrenzen, zu aktivieren, dass die Selbstbestimmung unterstützt wird, dass eben Chancengerechtigkeit auch gelebt wird und dass es egal ist, ob und unabhängig von sozialer Herkunft, Alter, Geschlecht oder auch kulturellem Hintergrund. Ich denke, dass es dann schon Sinn macht, auch nach zweieinhalb Jahren oder mehr als zwei Jahren eine Zwischenbilanz zu ziehen. Die kann man in Form einer Regierungserklärung machen. Man kann sie sehr umfangreich machen. Man kann aber auch in jedem Plenum einen Setzpunkt machen und einen Antrag diskutieren aus den verschiedenen Punkten. Aber ich finde, wir können an dem heutigen Tag sagen, dass vieles mit dem, was wir innerhalb des Sozialbudgets zusammengefasst haben, letztendlich Dinge auf den Weg gebracht haben, die Teilhabemöglichkeiten verbessern und auch Perspektiven eröffnen. Und das sage ich. Perspektiven z. B. für sozial benachteiligte Jugendliche und Arbeitslose mit multiplen Vermittlungshemmnissen in Form von Ausbildungs- und Arbeitsmarktprogrammen. Im Übrigen sehr bewusst auch natürlich das Instrument fortführen, und das ist ja nichts Schlimmes, der Zielvereinbarung, weil vor Ort diejenigen, die dort Verantwortung tragen, eine bessere Kenntnis über das Klientel, um das man sich bemühen muss, haben als wir hier im Land. Und deswegen brauchen wir nicht Steuern, sondern wir brauchen Zielvereinbarungen, mit denen wir Ziele vereinbaren können und nachprüfen, ob später diese Ziele erreicht werden. Und wenn sie nicht erreicht werden, müssen wir uns fragen, haben wir falsche Ziele gesetzt oder gibt es einen Grund, weshalb es vor Ort nicht umgesetzt werden kann? Dann kann man nachjustieren und nachsteuern, wie wir das mit jeder Zielvereinbarung tun. Da steuern wir schon an diesem Punkt, aber in einem partnerschaftlichen Miteinander und in einem partnerschaftlichen Verhältnis mit denen, die es vor Ort umsetzen müssen, und nicht in Form einer Gängelei derjenigen, die es vor Ort umsetzen müssen. Das ist eben schon ein Unterschied. Und Chancengerechtigkeit. Natürlich, Herr Kollege Rock, ist die Frage von Sprachförderung im Kindergartenalter die Grundlage für Chancengerechtigkeit überhaupt. Und wenn Sie sagen, da ist an dieser Stelle qualitativ nichts weiter vorangeschrieben worden, ja, wir haben bewusst im Jahre 2013 erst einmal ein Kinderförderungsgesetz auf den Weg gebracht, von dem wir wissen, dass es bis 2018 Grundlagen festlegt. Aber wir haben in der Zwischenzeit über 50 Millionen € für die Frage der Sprachförderung noch dazugegeben. Wir haben im Jahr 2015 mit speziellen Programmen begonnen. Wir machen Frühstart weiter. Wir machen viele Programme mit Partnern zusammen, in denen wir Chancengerechtigkeit insofern stärken, als wir frühe Bildung von Anfang an in den Kindertagesstätten auf den Weg bringen, und zwar in Zusammenarbeit mit Erzieherinnen und Erziehern und in Zusammenarbeit mit den Eltern. Und die lassen wir auch da an dieser Stelle nicht aus der Verantwortung. Auch an der Stelle gibt es eine Verantwortung der Eltern, dort mitzuwirken. Im Übrigen ist das in dem Projekt Frühstart ja ganz besonders wichtig und gut angelegt, dass die Elternmitwirkung dort auch mit auf den Weg kommt. Weil nur über einen solchen Weg haben wir überhaupt eine Chance, einen entsprechenden Ansatz zu finden, Menschen mitzunehmen, auch in der Fragestellung der Gestaltung von Sozialpolitik in unserem Lande. Und natürlich unterstützen wir Familien. Familien werden unterstützt in vielfältigen Bereichen. Sie werden unterstützt durch die Fragestellung, wie schaffen wir es, Vereinbarkeit von Beruf und Kindererziehung, wie schaffen wir die Vereinbarkeit von Beruf und Pflege. Und natürlich sind Familienzentren ein wesentlicher Ort für Unterstützungsangebote, sehr viele Unterstützungsangebote. Und wenn wir mit, glaube ich, 46 irgendwann gestartet haben und heute 129 haben, 129 Familienzentren in diesem Land, dann ist dieses eine Zahl, von der man sagen kann, das sind 129 gut funktionierende Angebote für Familien vor Ort. Und in dem Kontext, Frau Schott, die Familienkarte ist eine Karte, die sehr wohl angenommen wird von den Familien, sehr wohl angenommen wird, und nicht wegen der Fragestellung von Vergünstigungen, sondern schlicht und einfach unter dem Gesichtspunkt, Ratschlag sich geben zu lassen. Das ist doch einer unserer entscheidenden Punkte gewesen, dass wir einpacken mussten, sozusagen ein Angebot, das für uns das Entscheidende ist, nämlich Eltern, die sich in einer Konfliktsituation befinden, vernünftig beraten zu lassen
und dieses auf einem Wege wahrnehmen zu können, die für Sie nicht bedeutet, in irgendeiner Art und Weise bei einem Jugendamt vorstellig zu werden, bei einer Behörde vorstellig zu werden, sondern über den Weg der Familienkarte wir solche Informationen transportieren können. Das ist doch der entscheidende Punkt. Und deswegen ist in dem Beispiel natürlich Unterstützung von Familien. Und wenn ich an die Frage von Teilhabemöglichkeiten denke, natürlich Teilhabe für alle Menschen, da sage ich, wir sind vorbildlich in der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention in unserem Lande. Und den Aktionsplan, den wir an dieser Stelle aufgelegt haben, mit den Modellregionen, mit denen wir inklusives Leben in Hessen sozusagen vorantreiben, mit all diesen Punkten erhöhen wir Teilhabemöglichkeit für unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger. Und da sind wir ganz führend in Hessen. Und da sind wir auch ganz stolz darauf, dass wir das sehr führend gemacht haben. Und natürlich ist das Förderinstrument Kompetenzen entwickeln und Perspektiven eröffnen ein Instrument, das sich speziell an benachteiligte Mitbürgerinnen und Mitbürger wendet, die eine Benachteiligung auf dem Arbeitsmarkt haben, die speziell gefördert werden sollen. Und das Spannende ist, dass wir damit auch Strategien entwickeln, die wir wieder ausrollen können. Und es ist doch einfach gut, dass wir jetzt schon 11 Projekte haben, die übergreifend sich organisiert haben. Kommunen mit Handwerkskammern und Industrie- und Handelskammer, Vereine mit Kommunen, Vereine mit Wirtschaftsverbänden. 11 Projekte mit 7 Millionen € konnten wir alleine in diesem Jahr schon auf den Weg bringen und fördern. Und weitere werden folgen. Und dann werden wir bis zu 1.000 langzeitarbeitslosen Menschen eine Perspektive geben, erneut auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen und ihren eigenen Lebensunterhalt zu verdienen und damit auch einen Beitrag wiederum für die innere und damit wiederum einen Beitrag für die innere Struktur einer Familie zu zeigen. Weil wenn einer aus der Familie oder wenn Arbeitslosigkeit in dieser Familie ist, ist das belastend für die gesamte Familie, es ist belastend für Kinder und für Partnerinnen und Partner. Und wenn wir diesen Menschen eine Perspektive öffnen und ihnen tatsächlich die Chance geben, auf dem Arbeitsmarkt wieder eigenständig aktiv zu sein, dann hat das Auswirkungen auf die Familie. Und dann ist das ganz bewusst auch Familienpolitik und nicht nur eine Arbeitsmarktpolitik. Und das fördern wir mit unserem Sozialbudget, genauso wie wir in einem vielfältigen Maße eben Maßnahmen unterstützen. Und da sage ich dann auch, die kommunalisierten sozialen Hilfen sind letztendlich ein ganz entscheidender Beitrag dazu, vor Ort auch Sozialpolitik umzusetzen und Notlagen, sofern sie vorhanden sind, auch mithelfen können zu beheben. Und dann haben wir eben in der Tat die Schuldnerberatung wieder stärker gefördert, und wir haben die Frauenhäuser massiv stärker gefördert. Und wir haben sehr viel Ärger bekommen mit den Kommunen, weil wir nämlich die Förderung verpflichtend gemacht haben, dass sie ihre eigenen Mittel nicht zurückfahren, sondern dass ihre eigenen Mittel nach wie vor bestehen bleiben. Und glauben Sie nur, die entsprechenden Diskussionen, die wir mit den Kommunen darüber geführt haben, waren nicht einfach, weil die wollten natürlich ihre kommunalen Mittel durch Landesmittel substituieren. Und damit hätten wir nicht einen weiteren Ausbau von Angeboten gehabt, sondern wir wären nur in eine andere Finanzierungsart gekommen. Und so haben wir einen realen Ausbau der Angebote einer Personengruppe gegenüber, die unsere Hilfe bedient. Und an der Stelle setzen wir uns mit den Kommunen auseinander. Da steuern wir auch. Aber wir machen es in einem partnerschaftlichen Miteinander. Und die kommunalisierten sozialen Hilfen sind ein deutliches Zeichen von partnerschaftlichem Miteinander. Und Sozialpolitik in unserem Lande kann immer nur dann gut funktionieren, wenn man alle mitnimmt. Diejenigen, die Verantwortung haben, Wohlfahrtsverbände, kommunale Seite und Landesseite. Und da brauchen wir uns nichts vorwerfen zu lassen. Auf diesem Weg sind wir gut vorangekommen. Danke, Herr Minister Grüttner. Für die SPD-Fraktion hat sich nochmals Herr Merz zu Wort gemeldet. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Minister, Ihre Antwort jetzt zeigt genau, dass ich recht hatte. Es wäre schön gewesen, wir hätten eine Regierungserklärung, weil Sie eine Reihe von Fragen hier noch einmal vertieft haben, über die sich tatsächlich zu streiten lohnt.
und die im Kern einer sozialpolitischen Debatte in diesem Land, einer Sozial- und Jugendhilfe- und Gemeinwesendebatte in diesem Landtag stehen müssten. Das ist z.B. die Frage des Verhältnisses zwischen der operativen Ebene und der Finanzierungsebene. Das ist die Frage der Subsidiarität, die sozusagen dem mit zugrunde liegt, aber nicht alles ist. Deswegen habe ich mich gemeldet, weil ich den Vorwurf nicht stehen lassen wollte, es gäbe sozusagen hier bei den Sozial- und Jugendhilfepolitikern meiner Fraktion welche, die an dem Gebot der Subsidiarität und einem wohlverstandenen, auch praktischen Interesse an Subsidiarität irgendeinen Zweifel, den gibt es nicht. Den gibt es insbesondere bei mir nicht. Ich bin ein geschworener Verfechter der Subsidiarität, sowohl im Hinblick auf die Kommunen als auch auf die freien Träger. Das haben wir auch in vielen Debatten hier gesagt, insbesondere auch im Zusammenhang mit der Kinderbetreuung. Das heißt aber nicht, und ich habe es im Kontext, ich habe die Frage der Steuerung in dem Kontext erwähnt, an dem Sie am Schluss waren, nämlich im Zusammenhang mit der Kommunalisierung sozialer Hilfen. Und da haben wir es auch bis ins Eskefach hinein während der Haushaltsberatung diskutiert. Genau den Mechanismus, über den Sie reden. Und ich will ein anderes, damit sozusagen wir nicht einfach als Landesgesetzgeber und insbesondere als Haushaltsgesetzgeber nicht diejenigen sind, die einfach Geld ausgeben, sondern die sehr wohl ein Strukturbildungsinteresse haben, die ein Interesse zweitens haben an der Herstellung gleicher Lebensverhältnisse im ganzen Lande. Das sind unsere beiden großen Aufträge in dem Bereich der Kultur- und Jugendhilfepolitik jenseits des Geld zur Verfügung stellens. Das ist der Punkt an der Stelle. Und das Spannungsverhältnis wird eigentlich sehr gut deutlich gemacht. Sie waren auch dabei beim 70. Jubiläum der Liga der Wohlfahrtsverbände. Und da haben wir den Auftritt des Präsidenten des Hessischen Städtetags gehabt, der uns unverblümt erklärt, das war nichts Neues, das wissen wir. Und Sie haben es sozusagen an dem kleinen Beispiel der Kommunalisierung sozialer Hilfen und der Mechanismen, wofür man das Geld verwendet, noch einmal vertieft. Der Präsident des Hessischen Städtetages hat gesagt, wir wollen eigentlich als Kommune überhaupt keine Standards. Das ist das Spannungsverhältnis, über das ich geredet habe. Das ist der Punkt, wo ich sage, da muss man ausdiskutieren, was Steuerungsauftrag des Landes ist, ohne dabei die Funktionsfähigkeit der operativen Einheiten, die für die tatsächliche Umführung vor Ort und Ausführung vor Ort verantwortlich sind, zu beeinträchtigen. Und darum geht es. Und das wäre solche Debatten, sind die Debatten, die hier im Landtag zu führen sind, wenn wir über eine zukunftsorientierte und zukunftsfähige Sozialpolitik reden. Nicht darüber, ob jetzt die Familienkarte 500.000 Abnehmer hat oder noch 40.000 zum Zeitpunkt der Rede des Kollegen Bocklet, die ich dann doch nicht zitiert habe. Das ist nicht der Punkt, über den hier zu reden lohnt, sondern das sind die Punkte, über die zu reden lohnt. Vielleicht können wir das bei nächster Gelegenheit einmal tun. Ich wäre froh, und wir sind auch jederzeit bereit, diese Debatten zu führen. Danke, Herr Merz. Meine Damen und Herren, wir sind am Ende der Aussprache zu diesem Tagesordnungspunkt. Deswegen kommen wir zur Abstimmung über den Entschließungsantrag 3370/19. Wer dem die Zustimmung geben will, bitte ich ums Handzeichen. Das sind CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer ist dagegen? Das sind FDP, SPD und DIE LINKE. Damit ist dieser Antrag angenommen. Meine Damen und Herren, ich informiere Sie darüber, dass die Tagesordnungspunkte 14 und 71, die sich mit Energieversorgung und kein Ausschluss von der Energieversorgung und Anreize zum Stromsparen usw. so beschäftigen, zur abschließenden Beratung an den ULA verwiesen werden. Mitberatend ist der SIA.